Dr. Caldwell. Hallo, Melanie. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Miss Justino. Es war vor langer Zeit. Da lebte eine Frau. Die hübscheste und wundervollste Frau auf der ganzen Welt. Nein, Sie haben sie gerade angefasst. Sehen Sie her. Nein, bitte, tun Sie das nicht. Das sind doch nur Kinder. Aufhören! Eines Tages wurde sie von einem Monster angegriffen. Aber dann kam ein Mädchen zur Hilfe und tötete es. Und die Frau sagte: Melanie! Du bist mein besonderes Mädchen und ich werde dich niemals gehen lassen. Sie hat mich gerettet. Und Sie haben immer noch Angst vor ihr? Ja, und die sollten Sie lieber auch haben. Ich entwickle einen Impfstoff. Und sie ist der Hauptbestandteil davon. Was bin ich? Hoffnung. Genau das bist du. Ich will einfach nur leben. Das will doch jeder. Sie mag sie. Was zum Teufel ist das? Die Welt bricht zusammen. Du kannst sie retten, Melanie. Du kannst die gesamte Menschheit retten. Was hast du getan? Lasst uns den Jungen nach Hause holen. Stell dir vor, ich komme zu dir. Wie geht es dir? Ich will auch dort draußen.